Moine Schnitzelbieger. Neues Format mit Stricky und mir. Wir haben uns mal was Schönes überlegt, aber erstmal im Moin. Ja, schön, guten Tag. Guten Tag. So. Du auch hier? Ja, ja, zufällig. Ist ja mein Raum. Wir lassen hier auch jeden rein, ey. Ist mein Raum, den habe ich erstellt. Also. Ja, gut, ich. Ist ja. Ja, du hast recht. Und ich meine Ruhe. So, ja. Punkt. Ruhig. Jo, Leute, wir haben uns was überlegt. Und zwar haben wir das mal noch nicht zu Ende überlegt und sind verwirrt, aber wir dachten uns, wir machen mal so ein paar Duelle. Sprich, immer so ein 1 gegen 1, Stricky gegen mich oder andersrum. Und wollen mal gucken, ob das so ein bisschen ankommt und ob das Spaß macht. Ich denke mal, ja. Und darum geht's heute. Jo. Richtig, das ist die erste Folge und da haben wir uns so gedacht, dass zwei Gefechte und einer bestimmt praktisch, was der andere fahren muss. Genau. Und wählt danach erst seinen Panzer aus. Also, dass es schön unfair ist. Und einzige Regel ist, dass es auf einer Tierstufe ist. Genau. Wobei das auch schon schwierig sein kann, ne? Und mal gucken. Da ich den Raum erstellt habe, kann ich jetzt schön aussuchen hier. Erstmal schicke ich den Friesen darüber und wo muss ich denn hier rüber? Nee. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß, wo man ist. Bin ich ja. Das bin ich ja. Weg. Ich will ins rote Team. So. Das rote Team ist immer besser. So, und du hier? Und du? Ja, weiß ich nicht. Du musst auf die andere Seite. Ach ja, geht ja mit Ziehen auch. Aha, ich bin auch. Jawohl. Ist neu für mich. So. Ja, ich bin auch ganz entzückt. Oh ja, richtig, bevor wir es vergessen, wir werden es demnächst vielleicht dann auch mal so machen, dass ihr euch Fahrzeuge wünschen könnt, die wir dann fahren gegeneinander. Einfach in die Kommentare rein und dann schauen wir mal, was wir daraus machen. Und übrigens, Prost! Ach so, ja, Prost, heute habe ich nur läppische Cola. Schon mit 80% weniger Kohlensäure, weil es ein bisschen stand jetzt, aber... Oh, man kann die auch zumachen, die Flasche, wenn man es wegstellt. Aber nee... Na, nach 3 Wochen ist das auch weg. Boah, Alter, ich sabber mir schon wieder die ganze Fresse nass hier. So, also der Plan, die Regel ist jetzt, oder der Plan für heute, oder für die erste Folge, dass ich dem Friesen jetzt ein Fahrzeug zuweise. Genau, und hoffentlich habe ich das nicht. Das ist also mein Gedanke. Das ist so fies, dass du das wahrscheinlich gar nicht hast. Deswegen, ich würde dir zuweisen, hier, man sieht schon, ich lunz schon hier drauf, auf Stufe 6 den Jagdpanzer Sukuri 2. Den habe ich sogar, glaube ich. Yeah, oder? Yeah. Moment, wie heißt das Ding? Sukuri? Ja, genau. Das war der. Aber den kann ich kaufen, glaube ich. Ich muss mal kurz hier das Fenster einmal beiseite machen. So, er kauft jetzt für viel Geld. Ach nee, Quatsch, ja. Den kann man ja auch freischalten. Stimmt ja. Ah, kaufen kann ich ihn. Ah. Oh, der ist ja noch gar nicht ausgelevelt und nix. Yeah. Echt? Soll ich den jetzt fahren? Ich weiß nicht, das wäre vielleicht... Ein Ticken zu unfair, oder? Ich muss eben kurz gucken, ob ich die Module schon frei habe da drin. Müsste eigentlich... Nee, ja. Den habe ich noch nie angefasst. Oh, warte mal. Ist halt schwierig, ne? Ich bin da auch unentschlossen, ob ich dich jetzt komplett reinreite oder... Und noch peinlicher wäre es, wenn du mir den um die Ohren haust nachher und ich verliere. Ja, das vermute ich nämlich. Ich will dir ja auch eine Chance lassen. Ja, ist richtig. Ach, warte, ich kaufe den Hobel jetzt. Und dann mache ich dich runter. Wir machen das und nicht. Nachher kannst du dich ja schön rächen. Ha, habe ich mich erschreckt. Da kommt gerade der Panzersound. Was ist das denn für eine Gurke? Kommt aus Brasilien? Ja, ja, das ist so ja. Der beste Import seit, keine Ahnung, oh. Pelé. Psycho. Pelé ist doch Fußball. Ja, ja, der hat den mitgebracht. Dann warte mal ganz kurz. Ich muss ihm ganz schnell hier das, was ich machen kann, bei dem Ding machen. Mhm. Ja, dann erzähle ich so lange einfach noch ein bisschen, was wir so vielleicht überlegt haben, noch zu dem Format hier, falls das jemand sehen möchte. Dann könnt ihr, also das wird veröffentlicht auf dem Kanal vom Friesen aus seiner Sicht und auf meinem Kanal aus meiner Sicht natürlich wieder, dass wir uns die sämtlichen hunderttausenden Euro Einnahmen teilen und das ist jetzt so angedacht, dass ihr könnt gerne kommentieren unten, was ihr mal für Duelle sehen wollt. Also welcher Panzer gegen welchen oder vielleicht auch mal die eine oder andere Zusatzregel oder was hier, keine Ahnung, mit auf dem Rücken gebundenen Arm oder... Nein, das wäre auch mal was, freihändig. Ich weiß, dass da einige sind, die schon Ideen haben.
sie mir nur noch nicht verraten haben, weil die wahrscheinlich wieder so fies sind, dass ich dann weinend den Computer ausgeschaltet hätte und zum anderen Spiel zurückgekehrt wäre. Na, des Weiteren haben wir noch so die vage Idee, dass wir da vielleicht mal mit zwei Teams gegeneinander fahren. Team Stricki gegen Team Friese. Wer da gewinnt, wissen will, ja. Ja, zumindest einer von uns wird gewinnen in dem Fall. Schlimmer wäre es andersrum. Vermutlich, das stimmt. Wenn wir beide im Team fahren gegen andere, dann weiß ich, wer verliert. Ja, das weiß ich auch garantiert. Ja. Was drücke ich da denn jetzt im Rein? Gehe ich auf Angriff? Oh, das ist ja ganz furchtbar. Da hast du aber was ausgesucht, ey. Ja, das habe ich mit voller Absicht gemacht, weil ich den auch schon, ich habe schon länger zwei Sucuris sogar mit diesem Monster noch in der Garage und ich muss zugeben, nie gefahren. Also, keine Ahnung. Weil ich ja eh so ein bisschen... Ich habe auch eins von diesen Monster-Dingern, habe ich auch noch nie angefasst. Ich bin da auch so ein bisschen, ja, wie soll ich das ausdrücken, ich habe es nicht so ganz mit solchen skurrilen Jagdpanzern auf sechs Rädern. Nö, meine Welt ist das ja auch nicht. Nur gut, ich glaube, ich wäre dann soweit. Nee, Moment, das Ding muss ja noch angepinselt werden. So viel Zeit muss hier aber sein, ey. Fahne dran. Er will die Tarnung pushen. Ja, erstmal hier richtig schön. Das Schlimme ist, ich weiß jetzt gar nicht, was ich nehme. Darüber habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Das ist ja nicht mein Problem. Ist ein bisschen blöd. Ah, oh, da kriegen wir schon hin. So. Kleine Tussi wieder mit drauf. Ja. Und schön anziehen. Auch eigentlich ist er denn? Ja. Huch. Hä? Da. So, ich hab fertig. So, dann müssten wir auf bereit klicken, ja? Ja, Moment. Und dann kann ich starten klicken. Jetzt habe ich mal gespannt. Jetzt habe ich in den paar Minuten schon vergessen, was ich für eine Chemiefabrik. Ach, die wollte ich doch gar nicht. Ist ja egal. Ist ja egal. Also ihr könnt übrigens auch Panzer 70. Entschuldigung. Ja, nur wieder. Ihr könnt aber die Karte auswählen oder irgendwas. Das habe ich jetzt auch gar nicht bedacht. Man hätte auch noch eine ganz fiese Karte auswählen können. Stimmt. Das kriegst du doch erstmal aufs Maul hier. Kampfpanzer 70, willst du mit Bowlingkugeln schießen oder was? Oh ja. Bin ja fast ein One-Hit für dich. Ja, ich muss nur treffen. Das stimmt allerdings. Ach, ich habe ein 8er Magazin. Oh, das ist ja schön. Nee, du hast nur einen Schuss, dann musst du 30 Sekunden warten. Nee. Das ist nur falsch beschrieben. Ja. Ja. Oh, ist aber irgendwie der Sucuri ist irgendwie ein schickes Moped. Da kann man wohl. Soll Strandbuggy. Oh. Ich merke nur gerade, wie selten ich auf der Karte hier bin. Ich kenne diese auch fast gar nicht. Also ich weiß, die war bei den ersten Specials dabei. Aha. Und dann, ja. PvP-Gefechte, aber nicht im 10er-Bereich. Das ist so im mittleren Tierbereich, glaube ich. Da kommt man öfters auf die Karte. Ja, daher kenne ich die auch, glaube ich. Ich hatte mal so eine Phase, da bin ich ständig den Sheridan gefahren auf PvP und da kam ich oft auf diese Karte. Mhm. Was auch übrigens ein sehr schöner Panzer ist, der Sheridan. Den habe ich noch nie wirklich gefahren, nur so ein ganz paar Mal. Dann ist ein ganz schlechter Panzer, ist wirklich ein sehr schlechter Panzer. Ich rede jetzt keinen Panzer mehr stark hier. Scheiße, da schieße ich mich ja ins eigene Bein. Oh. Wo steckst du, Lümmel? Ich bin auf J9. J9. Oh! Scheiße! Da hat er mich schon erwischt hier, du. Wieso hast du so viel Leben hier? Ah, bin ich blöd, ich muss doch laden. Ich stehe hier echt doof. Ja? Oh! Ah, du hast ja die Chorhuhn drinne. nein.
Ah, jetzt hast du mich gleich. Jawohl! Oh, damit, das war auch doof. Damit ist unsere Spielserie Duell beendet. Ja, von wegen. Ich hier mache jetzt erstmal eine Liste. Ja, ich gebe jetzt echt, ich gebe ja zu, das war, die Wahl ist fies. Ja, jetzt kriegst du ein. Aber, so. Aber wie gesagt, dadurch, dass das Zepter immer rumgereicht wird, wird der Friese sich ja jetzt gleich sofort rächen. Oh Gott, ich habe mir ja gar keine Gedanken drüber gemacht. Jetzt muss ich dir sagen, welchen du fährst, ne? Oh ja, und ich jubel so lang. Ich kann ja mal gucken, ja, ob ich die Karte ändern kann. Hättest du gerne eine andere Karte? Oder willst du erst die Panzer aussuchen? Du kannst ruhig eine andere Karte nehmen. Ja, also da muss ich sagen, da bin ich immer für Abwechslung so ein bisschen. Dann nehmen wir auf jetzt... Auf jeden Fall. Was ist denn das hier? Oh ja, oh ja, die mag ich. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Oh ja, das ist toll. Du kriegst den Warrior. Oh, hat man das gehört? Ich habe jetzt genießt wie so ein... Weiß ich nicht, ich habe gar keinen Vergleich. Habe ich nicht gehört. Hast du mich gehört? Du hast irgendwas gesagt, du nimmst den und dann habe ich genossen. Ach so, du hast genossen. Ja, das mit den Genossen ist ja drüben sowieso immer so eine Sache gewesen. Ja, wurden ja wieder gewählt. Ja. Hier, den Warrior, Tier 7. Den soll ich nehmen. Den sollst du nehmen. Oh, da muss ich kurz Nase putzen. Achtung, Moment. Ja, mach mal so. Töre. Was nehme ich denn dann? Irgendwas Stabiles. So, Warrior. Ach, ich mach mal nicht zu stabil. Du kriegst den Warrior und ich krieg den M1 Storm. Will dir eine Chance lassen. Holy shit. Hehe. Wo ist denn der Warrior hier eigentlich? Hier unter W. Ah. Nee, W, nicht A. Ah. Prost. So, mal gucken, ob ich den Ausbau so Kommandant, jawohl. Nehmen wir doch da mal. Scheiße, welchen denn? Tja. Naja. Ist bei der Kiste sowieso scheißegal, wenn man da reinsetzt. Das Ding taucht einfach nix. Den haben die so schwach gemacht, den Warrior. Das ist furchtbar. So, jetzt wollte ich schon sagen. Psst, liebe Zuschauer, scheiße, habe ich den überhaupt ausgebaut? Ich ja, halt, hoffentlich nicht. Oh. Oh, sagt er. So, was bauen wir denn noch ein? Ach, hier muss ich noch. Gesundheit. Das macht mich alles krank hier. Ja. Auf jeden Fall bin ich jetzt mit dem hier auf 200% extra RAM-Schaden. Mal gucken, ob ich das einsetzen kann. Ich wollte jetzt eigentlich erst Ophelia nehmen. Ach, Ophelia. Ja, die hat aber irgendwie nichts so richtig, was ich gebrauchen kann, außer diese Dingsbums-Fähigkeit da, ne? Ja, also ich habe die jetzt auch schon ein paar Mal angeguckt. Ich habe noch gar nicht angefangen, die zu skillen, weil die ist total unnütz. Ich bin auch sehr... Ist einfach nur ein Troll, die Alte. Ophelia, olle Zibbel. Bah! Rieche ich mich hier schon wieder auf, du. Ruhig. Oh, ich habe jetzt jemand anders genommen. Das, weil ich habe die auch nicht groß ausgebaut, wollte ich schon sagen. Ich baue Frauen generell nie weniger aus. So viel Geld habe ich nicht, dass ich da Zusatzteile anbauen könnte. Aber, aber Ophelia, muss ich auch ganz ehrlich sagen, die können wir auch bannen. Die also können wir eigentlich aus diesen Duellen raushalten. Da ja, bin ich auch alles der andere geht klar, aber die Olle nicht. Ja. Es sei denn, beide haben sie. Das wäre noch eine Option, um das einfach nur in die Länge zu ziehen. Ja, halte ich nichts von. Dann lassen wir mal. Nee, die können wir rauslassen. Da bin ich auch der Meinung. Ja. Karte hast du unten gesehen, welche ich genommen habe? Frontline. Ach, das ist die, wo der Wald brennt da, ne? Ja, also ich mag die. Nicht, weil ich besonders gut bin da, aber weil die schön ist. Wunderbar. Nehmen wir. So. Also, Friese vs. Stricky Part 2. Genau. Oh, jetzt kann ich starten. Und ich fall dir garantiert wieder.
Ich weiß es nicht. Ich bin den Warrior ein bisschen gefahren, aber nur ein bisschen. Also. Ja, ich habe den gestern ein bisschen gefahren und ich bin da echt schlecht mit abgeschnitten. Jedes Mal, obwohl ich mir Mühe gegeben habe. Und der war früher mal ein Monster, ne? Also so. Ja, der war stark. Ich wollte doch ins rote Team. Oh Mann. Das ist doch scheiße. Ich mach nicht mehr mit. Mit dir spiele ich nicht mehr. Gibt's hier nicht einen Modus für Farbenblinde? Das könnte sein. So. Ich geh direkt cappen bei dir. Und dann gucken wir mal, was passiert. Oh ja. Wieso brennt mein Rücklicht jetzt schon? Oh. Weiß nicht, stehst du auf der Bremse? Eigentlich nicht. Hm. Die Füße sind noch unterm Schreibtisch, noch nicht oben. So, wie fahre ich denn am schlauesten? Und wieso sporn ich hier unten? Hä? Oh, das ist voll mysteriös alles. Mysteriös? Ja. Ich bin mir auch noch nicht sicher, wo ich lang fahre. Ich auch nicht. Ich kenne diese Map auch kaum. Das fahre jetzt einfach los. Und das Problem ist, die ist recht groß, die Map. Also da kann es auch sein, ja, dass wir jetzt 15 Minuten, dass die gar nicht reichen. Aber das wäre ja ein Unentschieden dann. Ja. Dann kriegen beide einen Strich oder keinen. Da kommt er auf selber raus, ne? Auf jeden Fall. So, ich fahre jetzt erstmal hier beim Schwimmbad, bieg links ab. Ja, bei genau. Bei Schlecker. Ich rutsche. Was ist das denn für ein Hügel? Der Schleckerhügel. Der Schleckerhügel. Ja. Ach, du hast ja auch wahrscheinlich tierisch viel Sichtweite im Gegensatz zu mir. Das war eine doofe Idee von mir. Die hätte ich noch ausbauen sollen, so ein bisschen. Ah, die Information wollte ich nur haben, alles klar. Die habe ich dir auch mit Absicht gegeben. Ja, ja. So, ich gehe jetzt campen. Die ist echt recht groß, die Map, ne? Boah, du hast mich ja schon gesehen. Wer schießt denn da? Keine Ahnung hier, wer das ist. Da ballert doch einer, da stimmt doch was nicht. Weidler, bist du schon wieder auf unserer Karte? Aber echt. Da hab ich gerade den Bannhammer vor den Kopf geschmissen. Ja, genau. Ich habe auch keine Ahnung, wo du wegkamst. Was? Ja, du hast einen Vorteil. Oh ja. Oh, hier mal ein bisschen gucken. So ein bisschen Mobilitätsvorteil habe ich, ne? Oh ja, sogar einen ganz gewaltigen, ne? Nee, so groß ist er nicht. Nein. Nö? Ja, ich versuche mal irgendwo aus der Reserve zu locken hier. Lock mich. Ich sag das, ich gehe gleich cappen und dann kannst du sehen, was du machst. Ja, das ist aber auch interessant, wenn du die Washington drauf hast, mit der Fähigkeit schneller zu cappen, ne? Stimmt. Ach, du hast ja sogar noch den Truppenraum, der 25% schneller cappt. Oh, ja. Du bist ja voll im Vorteil. Was habe ich mir nur gedacht? Ja, eigentlich. Ja, ich rutsche hier was rum am Hügel. Na, ich glaube, die Map ist echt zu groß. Da müssen wir was Kleineres nehmen. Ach wieso, mir macht's bis jetzt auch Spaß, also. Doch, ja, auf jeden Fall. Lustig ist. Aber ich habe echt das Gefühl, dass man sich schwierig findet. Ist ja auch mal schön, dass man nicht gleich aufeinander hockt. Das stimmt, auf jeden Fall. Oh, was bin ich schön getarnt. Ich sehe mich fast selber nicht hier. Schick. Oh. Da rutsche ich doch wieder runter. Sag mal, sind wir hier auf einer Rutschbahn oder was? Keine Bodenhaftung, das Ding. Ich darf gerade nicht so laut reden, sonst hörst du, wo ich bin. Ich vermute dich ja hier irgendwo, aber das sagt dir jetzt wahrscheinlich nicht viel. Nein, ich bin eher da. Ach, da ist jetzt so ein bisschen wie Sesamstraße. Nein, hier und da. Ja. Jetzt bin ich hier. Ich will aber da drüben sein. Jetzt bin ich dort.
Dann will ich jetzt aber hier sein. Ey, wo steckt der Bengel? Mir geht gleich der Sprit aus. Ach so. Funkstille! Ja, und macht das Licht aus, der Feind könnte uns sehen. So ist es. Um meinen Nagelfahrt zu zitieren. Wenn du eine Kippe anzündest, das sieht man auf Kilometer. Genau. Ich habe keine Ahnung, wo du steckst, ey. Oh ja, ich fahre aber hier so rum, ne, so rüber. Ja, ich auch. Ich stelle mir gerade so richtig vor, wie wir beide echt entgegengesetzt, um die Map rumzueiern. Na, wir haben ja noch Zeit. Noch ist Zeit, 10 Minuten noch. Tja, aber Action geht anders, ne? So, jetzt stelle ich dir eine Falle. Ich sage aber nicht wo und wie. Ja, irgendwo musst du doch stecken. Wo ist er denn? Och, jetzt wird es langsam aufregend hier. Auf jeden Fall kann ich mir so die Map mal in Ruhe angucken. Das hat man ja auch nicht gemacht. Ja, das ist wirklich, ist wirklich auch nicht schlecht. Und ich mag die Map, also man hat viele Versteckmöglichkeiten oder Deckungsmöglichkeiten, ja. Aber es gibt auch ordentlich freie Flächen für die Jagdpanzer. Das hier wäre auch eine richtig geile Glops-Map, aber das machen die ja irgendwie nicht, warum weiß ich nicht. Habe ich schon mal vorgeschlagen. Ja, das stimmt, also da verstehe ich auch nicht, warum sie das nicht machen. Sag mal. Hier hätte jeder richtig Spaß. Wo bist du hier denn? Kann man campen, hier kann man, ja, ich habe keine Ahnung. Also ich stehe sogar ziemlich frei rum und ich finde dich nicht. Bist du über die Maps gefahren, oder? Ich bin einmal im Kreis schon. Locker. Also da hinten bist du nicht. Ah, ich glaube, ich weiß, wo du nicht bist. Ah, mal Schwung holen hier. Zum Rammen. Zieh dich warm an, Kollege. Das war doch gar nicht ausgemacht. Nee. Mit dem Anziehen meine ich. Oh! Oh! Hast du dich tatsächlich gekühlt durch Stuhl? Oh, nein! So was Bescheuertes. Hoffentlich ist das Wasser hier nicht tief. Nee, geht. Also, nächstes Mal nehme ich mir irgendwas mit richtig Sichtweite. Das ist ja furchtbar. Na, wo steckt der Bengel? Komm raus, du. Kriegst aufs Maul. Herr Strickmann. Nee, Strickwand. Ja, ich bin noch am Fahren. Ja, halt doch mal an, dann finde ich dich vielleicht. Nein, nein. So, jetzt bin ich auch gleich das zweite Mal rum um die Karte. Ich sag ja, wir fahren wahrscheinlich genau entgegengesetzt. Du da, ich da, im Kreis. Sind wir auf derselben Karte? Ich glaube nicht. Ich bin schon auf Grindelwald angekommen mittlerweile. Ich bin nur gerade ausgefahren. Ach, durch den Tunnel? Ja. Also ich fahre jetzt mal ein bisschen weiter Richtung Mitte. So als Tipp. Wo ist der Bengel? Mann, ich will schießen. Ich wurde gespottet, ich weiß nur nicht von wo. Da ist der Sausack. Oh, ich fahr voll gegen Panzer. Wieso sind die so stabil, die Schrottpanzer?
Du bist doch mittlerweile schon wieder abgehauen da, oder nicht? Nee. Wo ist er denn? Ich komme den Hügel gar nicht hoch hier, ey. Ich hätte jetzt gedacht, ich finde dich hier, aber war wohl nix. Such mich. Also eins kann man mit Sicherheit sagen, alles was anzufahren geht, habe ich hier angefahren. Ja, ich bin eigentlich auch schon komplett fast überall mal gewesen. Das gibt's ja nicht. Ich meine mit davor fahren, ne? Da, du hast mich gespottet. Da ist er. Hä, habe ich dich jetzt gerade eben vorhin in einer ganz anderen Richtung vermutet? So, jetzt kriegst du auf den Sack, ey. Na, scheiße, ich sag's eben genau noch. Genau, da bin ich auch gerade vorgefahren. Jetzt schieße ich auch noch daneben. Oh, hier liegt ja noch so ein Ding. Ich häng schon wieder fest. Oh, du auch. Wer baut die Dinger hier hin? Gewonnen. Wer baut die Dinger da hin? Ich weiß auch nicht. Ich krieg auch einen Strich in der Liste hier. Okay. Das war doch gut. Ja, das war lustig. Ach, was war das schön. Vor allen Dingen, ich habe mir ein Drittel meiner Punkte schon weggehauen durch den Sturz. Ne? Ja, das ist doch vernünftig. Ach ja. Das war doch eine schöne Runde. Und nu? Nu ist gut. Oder wir machen noch ein Finale. Finale? Mhm. Ja, was nehmen wir? Das ist eine gute Frage. Diesmal beide dasselbe? Oder? Ja. Da mir jetzt nichts einfällt und ich... Ja, gute Frage. Ich weiß es nicht. Ach komm, dann lass uns doch mal richtig auf dicke Hose machen und wir nehmen beide den Kappel. Den was? Den CATTB. Wir Ostfriesen sagen Kappel. CATTB. Ja, Cat Turbo Boost. Das ist wie Wiesel Flink, nur mit Katzen. Wo ist denn meine Katze hier? Der doch so. Ach, hier ist er doch. Riesenschädel. Jawohl. Oh, dann nehme ich aber hier. Nehmen wir denn als Map? Da müssen wir auch eine gute Map nehmen. Noch eine größere. Ja, wahrscheinlich. Vorgebirge wäre doch geil. So schön mit Hügeln. Na, Moment, ich schau mal. Ich trinke so lang was. Ja, wir hätten hier gefährliche Küste. Kalter Stahl hätten wir, aber Winter möchte ich jetzt gar nicht hier. Jetzt, wo wir hier so Frühlingswetter haben. Winter muss nicht. Moskau hätten wir noch. Die kenne ich gar nicht, die Karte. Da war ich jetzt zweimal drauf. Salzburg mit der Burg. Oder dann wüsste man auch, wo man sich trifft. Frontlinie. Ne, die hatten wir ja gerade. Geisterfeld. Die geht eigentlich auch immer, ne? Ansonsten hier unter dem dritten Punkt, da sonstige oder wie das heißt, da ist auch hier Vorgebirge drin. Die wäre ganz cool. Du willst unbedingt vor... Warum will der unbedingt Vorgebirge? Hat keinen Grund. Ich mag die Karte nur mittlerweile sehr gern. So, ich habe auch jetzt gerade den Raum neu benannt. In wie? Musste mal oben lesen. Die Entscheidung. Ja, genau. Ja, mal gucken, wer heute gewinnt, wa? Ach, ich muss auf Ready klicken, ja. Ja, genau. Oh, und rülpsen muss ich auch. Scheiße, was mache ich jetzt? Oh Gott. Alles. So, jetzt bin ich aber gespannt. Ja, konnte ihn umleiten nach unten. So. Geht das los? Achso, geht ja los. Und wieder im blauen Team. Scheiße. Oh ja.
mehr. IK Vollgebirge, das ist wohl im Ilmkreis. Ah, das ist ja gar nicht so weit weg von mir. Das ist bei dir um die Ecke da irgendwo. Ja, das ist sowieso über den Berg, sagen wir immer. So, ich hole mir erstmal Cap 1. Ja, genau. Ach, hier gibt's gar keine Caps auf dieser Karte, oder? Ah. Ja, hier auf jeden Fall ist die nicht so groß. Das geht eigentlich. Hier geht's bis zum bitteren Ende. Ja. Ich weiß noch gar nicht, wo ich hinfahre. Fahr doch. Nee, ich sag's nicht. Nö. Da wäre ich sowieso nicht hingefahren. Da mag ich's nicht. Oh, Caps! Ich werfe ruhig. Ich hab voll das Mikro ruckeln. Ach, wir haben doch Caps. Caps. Also kann man doch Glops ausprobieren. Oh, das hätte ich ja fürs Glops-Tutorial nehmen können. Du, ich geh cappen. Dann kann man ja doch private Glops-Matches machen. Obwohl, ich glaube, wenn wir das jetzt mit Cappen durchziehen, dann sind wir ewig dabei. Ja. Aber uns bleibt ja gar nichts anderes übrig. Du Scheiße. Ja, das war jetzt ja eine doofe Idee. Wollen wir das nochmal abbrechen? Ja, das brechen wir ab. Das. Ja, das bringt so nix. Aber dann können wir doch zusammen ein Glops-Tutorial machen, ne? Ja, dann könnte man nochmal ganz zusammen eins machen. Dann wäre das doch gegangen. Verdammt, hätte ich mal besser hingeguckt damals. Na, wie gesagt, da können wir das ja schön zusammen machen und genau. Supi, und da können wir das auch Karte für Karte durchkauen. Alter Finne, das ist ja Wahnsinn. So, nochmal dieselbe Scheiße hier. Also nehmen wir ich doch. Ich hab das damals hier angeguckt und dachte, das geht nicht. Und jetzt geht's doch. Oh. Was sagtest du gerade? Ich suche gerade eine Karte aus. Was ich nicht nehme, ist Roughneck, weil da habe ich mich leicht satt gesehen. Oh. Ja, Roughneck kann ich auch nicht mehr sehen. Oh ja. Was nehmen wir nun? Ach, die nehmen wir. Die? Die oder die? Die. 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 Dann doch die. Ja, Mann. Oh yeah. Also ready. Ready for action. Yeah. Pipelines. Aha. Ach, das ist die Wüsten mit den hier, genau. Ja, nun. Ach, muss ich auf Ready klicken? Nee. Hier tut sich gerade nichts. Nee, das liegt an mir. Wo ist denn jetzt mein Raum? Ach so. Ach da. Der kriegt einen ganzen Raum, welche. Das gibt's ja wohl nicht. Nee, ich habe nur meinen Panzer modifiziert. Ich habe jetzt, die ganze Besatzung besteht aus Ophelias. Also. Oh. Also, ich habe dreifachen Bitch. Drei Schutzschilde habe ich. Oh, das wird ja ein hartes Los. So, Pipelines. Oh, mal gucken hier. Ah, auch so eine altehrwürdige Karte. Ja, die kenne ich sogar ein bisschen. So, wo bin ich? Da bin ich. Aha. Schön mit der blau-roten Wüstentarnung hier. Was war das denn? Ach, Zeug auf dem Handy. Das geht ja eine Viertelstunde so. Nee, so lange kann ich nicht gucken. Jo, oh, mal gucken hier, das war. Mal ein bisschen Kloppe kriegen. Den haben wir fertig hier. Ja. Testosteron. Also ehrlich gesagt mache ich mir hier Sorgen, dass ich verkacke, weil ich bin mit dem CRTTB nicht die Leuchte bis jetzt gewesen. Ja gut, Heldentaten habe ich damit auch noch nicht vollbracht. Also. Ja, also es ist schwierig. Ich weiß auch gar nicht, wo man jetzt am besten hinfährt hier. Ich fahre einfach der Nase nach. Das passt bestimmt irgendwie.
Boah, erstmal Ausguck machen hier. Guck doch, guck doch. Ich guck ja. Obwohl, nee, campen tue ich nicht. Ich fahre immer 2 Meter vor und zurück. Dann ist das kein Campen. Oder gehe ich direkt einfach voll auf Angriff. Ja. Ich weiß ja eh, wo du bist. Ich fahr da jetzt hin. Da bin ich nicht, da bin ich nicht. Doch, doch, da bist du. Nein. Nein. Gar nicht. Ella Badge, Ella Badge. Ich finde das immer noch so ungewöhnlich, dass der Klang vom Motor wie so ein Elektroauto klingt, ne? Obwohl es eigentlich ein Hybrid ist. Es klingt so ein bisschen wie so ein... Weiß nicht, mir fehlt da ein bisschen der Vergleich. Eigenartig. Ein leichter Summton, wie so ein... Ja. Ist wie so ein Rasierapparat, der ein elektrischer, bevor er an den Bart gerät. Genau. Das trifft es richtig gut. Ah, das ist ja wie Verstecken spielen. Hier einer zählt bis 10 und der andere versteckt sich. Ja, genau. Oh, ich finde die schon irgendwo. Du wirst mich nie finden auf der Karte. Oh, ich nehme... Nee. Was ist denn das hier? Bei mir hängt es auch ab und an mal. Ja, das ist gut. Ja, mich. Ja, da schiebe ich alles immer auf Legs. Ja, und Ping hat er auch, glaube ich. Ja. Nö, steht eigentlich Ping 49 da. Da ist der am Capen. Da, jetzt weißt du, wo ich war. Ja. Ja, ich war fast bei deinem Cap zur selben Zeit. Bin ich blöd, hä? Jetzt habe ich dir gezeigt, wo ich bin. Ja, das war natürlich... Na, ich wollte durchcappen, aber bei 197 Sekunden ist ein bisschen... Ja gut, ich hätte ja auch ein bisschen Zeit gelassen. Ja, hättest abgewartet bis zur letzten. Ja, natürlich. Bis 10 Sekunden und dann hätte ich geguckt. Ja, ich fahre jetzt auch frontal auf dich zu, vermutlich. Oder auch nicht. Oh, kurz den Turbo zünden hier. Ja, das ist schön mit dem Turbo, dass du das sagst. Ich bin vorhin ein bisschen Achter gefahren, weil das die Aufgabe gesagt hat hier vom Battlebart. Aha. Also 10.000 Erfahrungspunkte mit Stufe 8 MBTs. Ach so. Und da ist mir aufgefallen, dass etliche MBTs in Stufe 8, die haben überhaupt nicht diese Turbos oder wie nennt man das, Zusatzfähigkeiten. Das stimmt, das haben die wenigsten. Ist ein echter Nachteil gegenüber den anderen Panzern. Ich hoffe, das ist wohl wahr. Da sollte man nachgerüstet werden. Weil da bin ich zum Beispiel Ariete oder Ariete oder wie auch immer das Scheißding heißt, gefahren, ne? Da steht er da hinten in der Ecke und Scheiße, wo klotzt denn du? Ah! Yeah, yeah. Ah! Da eine weggemümpelt hier. Da quetscht er sich dann die letzte Ecke. So ein Lappen, ey. Was ist denn das? 71? Oder hast du nur gebrannt, oder? Ich bin auch vollkommen heile. Bis auf meinen Motor, der macht nicht mehr. Jetzt könnten wir hier stundenlang um den Stein rumzufahren. Ja, Ringelpiez mit. Dann kommen wir mal ein bisschen dichter ran hier. Mal gucken. Ein bisschen tanzen. Oh oh. It doesn't look good for me, you. Oh, jetzt fahr ich wieder. Oh, Feuer am Arsch. Das war's. Das. Lässt er mich sogar noch einzielen hier. Hier, pass auf. Wurf. Gewonnen. 2. für Friese. Also mein Ping war gut. Aber ich hatte ganz schöne Ruckler drin.
Hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich verloren habe, muss ich sagen. Ich habe verloren für dich. Ich habe es für dich getan. Ja, ja, keine Ausreden. Kann das sein, dass du deine FPS nicht mehr auf 60 begrenzt hast? Dann läuft die Grafikkarte nämlich ins Limit und dann ruckelt das beim Aufnehmen. Das kann sein. Ich habe mich letztens nämlich schon gewundert, warum ich so viel FPS habe. So, wo stelle ich das wieder ein bei dem Nvidia-Scheiß oder erstmal im Spiel? Ja, da gab es ja dieses kleine Tool. Aber das können wir auch gleich außerhalb vom Video eben machen. Machen wir auch. Gut, dann würde ich sagen, bevor das hier zu lang wird, oh, wir haben 40 Minuten schon. Ja. Sollte 5-Minuten-Projekt werden. Nicht schlecht. Die nächsten Folgen werden kürzer, das war jetzt nur fürs erste Mal, da dauert es etwas länger. Also, wenn ihr Fahrzeug- und Kartenwünsche habt für diese Duells oder irgendwelche anderen Ideen, dann haut das gerne in die Kommentare bei uns. Und ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Jawohl, hat Spaß gemacht und War gut. Manchmal fühlt man sich auch als Sieger der Herzen. Ja, auf jeden Fall. Genau. Du hast ja auch eine ganz gute Figur gemacht. Ja, ja. Wie du da kläglich in der Ecke standest, am letzten Fels dran gedrückt. So ein Weichei. Ich hau jetzt ab hier. Moin. Hör auf jetzt, ich höre mich auch. Ich fühle mich so Schalke. Ja, absolut. Also, macht's gut. Ne, jo, Leute. Tschüss, bis denne.